beginnt, wie hieß er nochmal, Isa jetzt jeden Abschnitt irgendwie bewusstlos oder so? Ja. Uh-oh, where's Kachi? Kachi? Kachi! Kachi? Oh, ich glaube, das war's mit Spieler 2. So ein Trick aber auch. Ja, geh mal Kaffee kochen. Kachi, okay? Of course. Was ist denn jetzt los? Good is new. What the fuck? Also ich kann anscheinend mehr aushalten als du, ja? Ja. Ja, dann nehmen sie dir, bitteschön. Also mir kann anscheinend sowieso nichts passieren, also ich will gerade mit dem Typen gehen. Theoretisch ja, also du bist wohl irgendwas Besonderes. Kachi aus Long Island. Ja, sich einig. Peel away that mask and reveal your true nature, monster. Take this. Wieso fliehen die denn jetzt? Running is nothing but an exercise. Lass mich raten, das ist der Endboss von dem Spiel. Wir hätten jetzt eigentlich schon Platz machen können, aber nein. Nein. Wo hast du denn bitte das Snowboard her? Also, ich kann anscheinend zaubern und bin unsterblich, ja. Richtig. Hauptsache, ich habe meinen Autofußball dabei. Schieß auf das Schiff. Okay, da, da alles. Das ist eine sehr gute Frage. Das sind Spermien. Ich habe irgendwie das Gefühl, da öffnet sich gleich eine Tür aus dem Schiff und jemand wird auf uns schießen. Gut möglich. Nein, passiert nichts, da fliegen einfach nur Raketen lang. Das ist gut. Oh, ich hab gerade auf den gelben, warte. Ich mach mal ein bisschen Sperma weg hier. Ah, oh, scheiß Deko. Scheiß Raketen. Ich glaube, die müssen da bestimmt nicht rausschießen. Doch, kann man. Ich hab's zerstört. Das Schiff, ja? Da ist auch keine Schadensanzeige. Achso, nee, nicht das Schiff, hier die Seitengeschosse. Ich beschütze die ja in der Ferne waren. Das ist eine Rakete, aber gefährlich nah. Oh. Also ich finde das optisch auch ganz nett, das Spiel. Ja, definitiv. Dafür, dass es Wii ist, muss ich sagen. Bisher bin ich begeistert. Ah, das ist das Schiff, diesmal. Auch die Option, dass du es wirklich mit allem spielen kannst. Mit der Wii Remote, mit dem Zapper, mit deinem Wasserkocher, mit dem Gamecube-Controller. Ich finde das klasse, die Idee. Okay, wobei wir festgestellt haben, mit dem Gamecube-Controller ist nicht so witzig. Hey, doch, schon. Das ist der erhöhte Schwierigkeitsgrad. Das ist so, als ob wir auf schwer gespielt hätten. Das ist wohl wahr, weil hier mit dem einfach mal drauf zeigen und pflastern, so muss man einen Shooter spielen. Da ist die Wii echt wie geschaffen für. Was kommt denn da noch aus? Stimmt. Statt hier. Oh. So, komm, auch wesentlich einfacher auf Isa achten mit dem Ausweichen und so. Ausweichen, pff. Also, wenn mir ein futuristisches Spiel gefällt, ist das auf jeden Fall ein sehr großes Lob fürs Spiel, weil ich ja meistens für Zukunftskram nicht so zu haben bin. Also, komm, das scheint auch eine Menge Fantasy zu sein. Ja, gut, okay. Das ist ja auch das Drollige bei mir mit StarCraft. Ich bin kein großer Freund von Echtzeit-Strategie-Spielen und mag halt Science-Fiction nicht gerne. Und als StarCraft rauskam, mein Bruder zu mir gesagt hat, du musst StarCraft spielen, habe ich gesagt, bist du nicht ganz dicht. Und da hat mich dann gezwungen, es auszuprobieren, das gefiel mir wirklich richtig gut. Dabei fällt mir gerade ein, kann ich mal auf meinen Kanal hier Werbung machen. Wir haben auch heute aufgenommen, aber wahrscheinlich schon vor diesem Video hier veröffentlicht. Angespielt, eine Runde gegeneinander, StarCraft 64 auf dem N64 zusammen. Auch mit Kachi aus Long Island. Der Kachi? Da war ich aber nicht unsterblich. Da bist du nicht unsterblich, das war wahr. Gut, die Rakete. Ich will auch meine Schüsse aufladen dürfen. Wieso darf ich das nicht? Tja, derjenige, der mehr Arbeit hat mit Ausweichen und Flugrolle und all die Scheiße und Schnittchen schmieren, der hat dann noch mehr Fähigkeiten, das ist ganz klar. Ich das ganze Sperma, was hier rumfliegt, das ist auch nur Deko, ne? Für Zusatzpunkte oder so. Ich glaube auch. Ich glaube, wir kriegen nebenbei noch zufällig die Flora und Fauna dieses Planeten. Oh. Hey, darauf kann ich schießen. Was ich auf jeden Fall ganz angenehm finde an dem Shooter ist, dass man nicht nachladen muss. Ja. Okay.
Ich frage mich, wie viele Kapitel und wie viel Spielzeit dieses Spiel insgesamt hat. Ob wir das heute noch fertig gespielt kriegen, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich glaube auch nicht. Fall, aufheben für die Zukunft und weiterzocken, falls wir heute durch. Auch ja zum Glück immer zwischen den Kapiteln speichern. Die sind auch relativ gute. Ich hab den Vogel. Na gut, nicht. Der Vogel wollte nicht. Nee, das war kommen. Oh, da nochmal. War der Versuch? Ich mach keinen Schaden. Ja. Oh, jetzt. Ui, bam. Jo, das zieht gut. Ja, aber jetzt. Oh, eine Medaille. Wofür auch mal die sein soll. Dafür, dass ich auf den Vogel geschossen habe. Yes, Commander-Bonus. Ich will alles rum. Ich sagte, wir kriegen Punkte für die Flohmann von diesem Leben zu eliminieren. Oh, über Kopf jetzt hier? Ich zerstöre diese Spinnenhorte. Okay. Ich mag die Flohmann von diesem Leben nicht. Ich jetzt irgendwie ein bisschen Handlung, warum wir überhaupt hier sind, ne? Hier langgeflogen sind und wer wir eigentlich sind und was du bist. Also, wir sind hier gelandet, weil du nicht fliegen kannst, das ist schon mal ganz klar. Ich hab schon wieder vergessen, was im Intro war. Was war da nochmal? Wurden wir abgeschossen? Nein! Du bist einfach nur abgestürzt. Da muss es noch eine Begründung für gegeben haben, oder nicht? Wir sind ja am Anfang vom Planeten weggeflogen. Wahrscheinlich irgendwie haben wir es nicht geschafft, aus der Atmosphäre zu kommen. Achso, wir wollten eigentlich von hier weg, oder was? Klang fast so. Hm. Alter, was da alles rumschwirrt. Mütze! Zerschießt das Raketending. Oh, Alter, die Rakete. Hast du die gesehen? Nee, leider nicht, aber links ja auch geachtet. Die hat erstmal richtig gedriftet, um dich noch zu erwischen. Gedriftet? Gedriftet. Also man hat auch Weitsicht hier irgendwie. Man nach hinten sieht man auch einiges. Und die haben sich echt Mühe mit dir, mit der ganzen Umgebung gegeben, muss ich sagen, bis jetzt. Ja. Die Dinger schießen auf die Flora und Fauna. Ja. Wir ballern einfach auf alles. Wir doch auch. Wir sind hier völlig undiskriminierend. Genau, wir sind nach AD&D rein neutral. Wir machen einfach alles tot. Was mir auffällt, ist halt eine leichte Zielhilfe. Ja? Wenn du mal an Gegnern rangehst, dann zählt er damit drauf, glaube ich. Okay. Fühlt sich zumindest ein bisschen so an. Kann sein, das ist ein bisschen nach. Ja, oh, noch eine Medaille, voll gut. Das ist auch nur, was man damit machen kann. Multiplikator, das ist schon fast im zweistelligen Bereich, Alter. Jetzt geht's runter. Achso, weil ich gerade getroffen wurde? Scheiße. Ja, wie soll ich den Mist denn ausweichen, Kinder? Mach was er einfach aus Kopf, das kommt viel zu schnell. Die Laser kann ich nicht kaputt machen. Doch, die kannst du am Rand da. Das da kannst du abschießen. Da. Oh, der Sache. Ja, aber es dauert nicht lange, deswegen, bis wir das tot haben, hat's auf jeden Fall schon geschossen. Ja, vielleicht mit dem aufgeladenen Schuss kriegt man die instant. Das könnte natürlich sein. Oh, dann versuche ich das mal aufzuladen. Tschüss. Hat nicht viel gebracht, oder? Ah, ich glaube, wir können noch gar nicht raufschießen. Ne, das soll wohl nicht. Jetzt schießen wir unten hier die Flakgeschütze. Das ist nur noch weniger als die Hälfte Lebensenergie, sehe ich gerade. Was habe ich denn da für einen Scheiß gemacht? So. Wir werden mit Lebensenergie statt Medaillen. Kommen wir mit dem Panzer durch. Oh oh. Cheater. Voll im Schummeln. Den Panzer krieg ich nicht mal angegriffen. Nee, ich glaube, der ist schon kaputt, der sieht schon ziemlich dunkel und zerstört aus. Wie hält der denn aus? Was ist für ein Boss? Bam. Ja. Also, da halt nicht mehr allzu viel aus. Ich mach den aber gar keinen Schaden mit normalen Angriffen. Ich glaube, das geht nur mit schweren. Ja, normale Angriffe machen den keinen Schaden. Okay. Okay. Scheiße. Yes, yes, yes. Ja, und 30. Kaputt. Ich find's auch lustig, dass du tankst. Und ich nicht, obwohl ich unsterblich bin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Scheiße, Spider-Man. Okay. Warum baller ich nicht auf ihn? Hast du oder was? Ich weiß es auch nicht. Ich meine, das ist meine Rache dafür, dass du das Schiff abgestürzt hast. Mhm. Und du hast dein Snowboard wieder. Speicherpunkt erreicht, mach's gut. Was? Nee, doch, das geht auch nicht. Hallo? Wie heißt der? Oh, Yong Zhang. Vielleicht sollten wir das Spiel auf leicht spielen. Nein. Das ist Level 2 und wir haben es nicht geschafft. Na und? Du als Spieler 1? Krieg das hin. Ich will die ganze Zeit jetzt ausweichen, da muss ich ja nicht. Kann man die Dinger abschießen? Nein. Ey, hey, oh. Muss mal auf da. Ja. Mit Rolle und so dann.
Keiner weiß, was wir machen sollen. Ist das alles jetzt eine Schüssel? Die können nicht abschießen, ne? Die schießt doch gar nicht. Doch, tut sich. Bist du dir sicher? Ja. Ach, jetzt sehe ich das da. What? Also ich halte die Wege drüben, wenn du das so ausbringst. Überhaupt nichts. So, und jetzt mit Nahkampf. Dann aber auch auf ihn gezielt, Nahkampf. Mhm. Ja, irgendwie. Wir haben einen Furz vor. Jetzt hat sie ihm kurzzeitig Schaden gemacht. Keine Ahnung warum. Wieso man denn das macht? Ich verstehe das nicht. Oh, ich treffe ihn. Hm. Also war das doch noch ein Nahkampf, dass ich Schaden gemacht habe vorhin, ja? Ja, scheint so. Ja, aber das macht jetzt ja irgendwie Uschi völlig überflüssig. Ja, da hat sie jetzt kurz Schaden gemacht, glaube ich. Oder war das jetzt ein zurückgeschlagenes Geschoss? Nee, wir können jetzt kurz Schaden machen, gucken wir nach. Achso, sobald er Schaden kriegt, teleportiert er weg. Das heißt, es bringen halt nur Angriffe, die richtig schön Schaden machen, was. Also sollte ich am besten gar nicht schießen mit ihr, oder was? Nicht, wenn er ausweicht. Yeah! Könnte halt noch was werden, ne? Krieg ich nicht verkacke, ja. Okay, also sollte ich als Spieler 2 jetzt aufhören zu schießen, wenn du die Bomben zum Schlag nochmal machst. Ich ja, ich glaube auch. Wenn er nur so einen Schuss von ihr hier abkriegt, macht das einfach zu wenig Schaden. Achso, jetzt aber drauf halten, oh, genau. Verdammt. So gut wie, dann lade ich jetzt auch mal drauf wieder. Gib ihm! Na, wir können gar nicht. Aber, sobald die Kanone. Yeah! Kein Bonus. Was, soll sie ihn auffangen, oder was? Ach so. Voll in die Rippen. Ein Traum. Will nochmal nachtreten. Wieder tauschen, oder willst du Spieler 1 jetzt bleiben? Wir können gerne wieder tauschen. Alles klar. Diesem Körper fehlt die Kraft. Ach so, das ist ein höheres Bewusstsein, der Typ, oder was? Regenerieren und bestärken? Oder war ein Bild von Uschi? Das sind wir beide. Hallo. Ja, was immer ein Hüter ist. Wie soll man das Leben kosten, nicht unsterblich? Also jetzt wieder. Ich wollte sagen, stimmt, hier ist es völlig groß. Ich meine, das scheint dir ja auch irgendwie nicht mal Schmerzen zu bereiten. Nee, ich kann nicht steuern, glaube ich, nee. So, Okumana Panzerhüter. Ich weiß noch auf solchen. Ja, ich muss. Ich glaube, es ist gleich wieder neu. Ach, wir waren schon fast tot? Ja, ich bin noch im Endkampf fast gestorben. Das ist schön. Dann, machen wir mal eine kurze Raucherpause. Hey, da fliegt irgendetwas runter, was auf uns schießt. Wir fliegen dem mal am besten hinterher. Genau, ich versuche mal in diesem Kreis. Oh ja, ich bin noch in dem Scheißkreis, denke ich. Also ganz einfach ist es hier nicht. Nope. Achso, ich schieße schon gar nicht mehr, weil ich mich nur aufs Ausweichen konzentriere. Schießen bringt auch nichts. Das ist eine Kröte, das ist eine Schildkröte! Schön auf die Fresse hier auf dem Kopf. Geht nicht. Klapp mal auf. Und dann. Abfahrt! Wow, Treffer und Schaden. Nimm's da nie! Wir machen sogar Schaden heute. Oh, jetzt wie das Bein. Ich kann noch nicht aufladen. Das Bein kann man abschießen. Tatsache. Oh, was kann man machen? Vielleicht auch das gleiche schießen. Bam! Scheiße daneben. Zurück damit! Achso, ich will zum Schlagen irgendwie die Wii schütteln. Warum auch irgendwie die Remote schütteln? Oh, Nidi! Schieß drauf. Auf die Fresse. Oh. What the fuck? Es regnet Steine. Ja, Kinder. Ist das ein Scherz oder nicht? Da. Ja! Ich zieh einfach weiter auf die Kröte, mach da langsam Schaden. Okay, ich mach einfach Nahkampf aus, weil ich Steine scheiße. So, dann krieg ich nochmal einen dicken.
Oh, der Lebensbalken geht schon ordentlich runter. Nice. Läuft. Die hat irgendwie ein Problem mit der Schildgröße. Siehst du das? Ja! Jetzt ist nicht so getroffen. Ja, nur noch auf dem Scheißfeuer. Digga, Tacke, lauf auf, du Schmuck. So, haben sie bald? Jetzt, ne? Ach, sie hat zweimal jeden Lebensbalken. Die hatte drei Lebensbalken. Oh. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, wie soll ich da ausweichen, genau? Haben wir es denn? Ich auch mal auf. Blampf! Cool. Kein Special Bonus. Sorry, wie viel du getroffen wurdest. Ja, ein Traum. Special Punkte reicht. Ach, jetzt, wenn es nicht mehr schießt, fliegen wir nicht mehr hinterher. Okay. Wie man das leuchtet. Ist ja langweilig dann. Keine Gefahr, warum nicht? Check it out. The data system here is still up and running. Ja, ist da Tetris drauf oder Facebook? Isa, that monster back there. Why did it attack us? Du hast es doch provoziert. Oh, that wasn't a monster, Kachi. It was a keeper. Jetzt die Frage, was hat es mit diesen Hütern auf sich? Die Erklärung kommt. Wahrscheinlich. Keepers are artificial life forms, created to protect what's left. Oh, ist das nicht die, die wir abgeschossen haben? Ja, das sind die Spermien. Scheiße. Dann ist das Immunsystem kaputt gemacht. Großartig. Alright, I think I found our ticket out of here. Let's go. Ja, machst dich mal auf den Weg, oder? Abschnitt 1 normal ist nun im Abschnittsauswahlmenü verfügbar. Punktzahl hochladen, unbedingt. Das war nein gedrückt. Geht doch nicht mehr, die ganze Wies seit wie vielen Jahren schon offline? Was ich auch echt für'n Arsch finde, meine ganzen, ich glaube über 150 Euro habe ich da in diesem Shop ausgegeben, komme ich überall nicht mehr ran an den Kram. Das finde ich kacke.